Guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Bente Scheller. Ich leite hier in der Heinrich-Böll-Stiftung das Referat für Nordafrika und Nahost. Und ich begrüße Sie herzlich zu der Veranstaltung Syrien nach dem Einmarsch der Türkei. Wie kann Europa Zivilistinnen unterstützen? Wir haben ja eine Situation, ich meine, der Name dieser Operation der Türkei, dieses Einmarsches, Operation Friedensquelle, könnte trügerischer natürlich nicht sein, eine Militäroffensive so zu benennen. Seit dem 9. Oktober führt die Türkei diese Offensive durch, unterbrochen durch Waffenstillstände. Nichtsdestoweniger abmoderiert worden ist sie nicht. Und eingeleitet wurde diese Offensive durch eine weitere Kehrtwende der US-Politik von Präsident Donald Trump, der je längst die amerikanische Unterstützung für die zuvor von den Amerikanern, aber auch Europäern unterstützten syrischen demokratischen Kräfte eingestellt hat. Die kurdisch dominierten Kräfte, die östlich des Euphrats die Kontrolle übernommen hatten, in den kurdischen Gebieten Syriens, aber eben auch weiter südlich in den Gebieten um Deir ez-Zor und Raqqa herum. Mit dem völkerrechtlichen Akt dieser Intervention hat natürlich die Diskussion in Europa sich maßgeblich gewendet, auch weil das die NATO vor eine Zerreißprobe im Prinzip stellt, wie sich hier ein NATO-Partner geriert oder wie eben zwei NATO-Partner durch ihre unterschiedlichen Politiken das Verteidigungsbündnis auf die Probe stellen. Und insofern haben wir jetzt endlich seit langem mal wieder Aufmerksamkeit auf Syrien, allerdings natürlich aus einem eher betrüblichen Anlass. Und wir würden lieber sehr viel konstruktiver diskutieren können, dachten aber der Dringlichkeit dieser Situation geschuldet, machen wir diese relativ spontane Veranstaltung zu Syrien. Ich freue mich, dass wir drei ausgewiesene Kenner und Kennerinnen hier auf dem Panel haben. Zu meiner Rechten sehen Sie Fahad Ahmed. Er ist Leiter der Organisation PEL, Civil Waves, einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die in den kurdischen Gebieten Syriens insbesondere Jugend- und Bildungsarbeit unterstützt, in der derzeitigen Situation aber natürlich auch ihren Fokus wendet, sich den Gegebenheiten anpasst und auch humanitäre Unterstützung leistet. Daneben Christine Hellberg, die Sie aus Medien sicherlich schon kennen. Christine Hellberg ist Politikwissenschaftlerin. 7 Jahre lang hat sie als Journalistin aus Damaskus berichtet und unter anderem 3 Bücher über Syrien geschrieben, die sich der Geschichte Syriens sozusagen, wie sie in diesen Konflikt geführt hat, widmen, aber auch sehr gut erklären, was sich in den letzten Jahren dort ereignet hat. Und zu meiner Linken Inanna Osman. Inanna promoviert an der Humboldt-Universität hier in Berlin in europäischer Ethnologie und sie hat eine Stelle am Leibniz-Zentrum Moderner Orient. Sie ist geboren und aufgewachsen in genau einem Teil der Region, um die es jetzt geht, in Jazire, in der Provinz Hasake. Und hier engagiert sie sich nicht nur universitär und wissenschaftlich, sondern auch in dem Verein Takeover. Das ist ein Verein für intersektionale Kampagnenarbeit. Ein herzliches Willkommen Ihnen hier auf dem Podium. Ich möchte vor der Veranstaltung noch auf eine Sache hinweisen. Wir haben hier unsere Partner auch von Adopt a Revolution, einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die sich in Deutschland insbesondere engagiert hat, auch für die Unterstützung verschiedenster Projekte für Zivilistinnen und Zivilisten in Syrien. Auch wenn Deutschland noch nicht nach Syrien abschiebt, haben Sie vielleicht gesehen, die Debatte ist da. Ab wann kann man denn eigentlich? Der Druck ist hier sehr stark durch rechte Kreise befördert auf die Frage der Rückkehr von Zivilistinnen und Zivilisten. Wir werden heute Abend sicherlich diskutieren, wie sicher es wo in Syrien überhaupt sein kann. Aber ich möchte trotzdem auf die Kampagne hinweisen, die im Moment von Adopt a Revolution läuft, eine Unterschriftenkampagne, Syria is not safe, um eben zu verhindern, dass die Politik dahingehend sich ändert. Also Sie können sich sicherlich an die Kolleginnen und Kollegen von Adopt wenden und draußen, so wie ich es mitbekommen habe, auch Ihre Unterschrift gegen Abschiebung nach Syrien leisten. Ich würde erst über das Panel einige Fragen, die wir vorher in den Blick genommen haben, diskutieren. Aber wir freuen uns selbstverständlich auf die Fragen und Kommentare, die Sie zu der Situation haben. Und
Ich möchte Sie bitten, sich relativ kurz und präzise zu fassen, sowohl wenn Sie auf dem Podium sind, als auch wenn Sie im Publikum sind, um eben auch eine angeregte Diskussion zu ermöglichen. Ich würde erstmal anfangen mit dem, was wir jetzt in Syrien eigentlich für eine Situation haben und da ausgehen von den kurdischen Gebieten, die eben sehr stark im Fokus gestanden haben. Ferhat, vielleicht könntest du uns aus deiner Sicht und aus dem, was du aus euren Zentren gespiegelt bekommst, berichten, wie ist die Situation seit dem türkischen Einmarsch? Ist es an? Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin ich zu hören auch? Lauter? Okay. Wie sieht es aus in diesen Regionen? Es sieht buchstäblich schrecklich aus. Und zwar vor allem für Zivilisten. Wir als zivile Akteure in der Region wurden auch wie alle anderen Menschen, aber auch wie die gesamte Welt quasi von diesem Angriff überrascht. Wir haben damit gerechnet, dass irgendwann passieren konnte, aber der Zeitpunkt und dass es so schnell ging und dass die Amerikaner quasi so offenkundig ein grünes Licht der Türkei gegeben haben, mit ihren dschihadistischen Gruppen einzumarschieren, das war für uns als zivile Organisation, aber auch für die Menschen vor Ort bis zum letzten Moment eine große Überraschung. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben bis zur letzten Sekunde darauf gehofft, dass dieses Vorhaben der Türkei irgendwann doch gestoppt werden wird. Es ist aber nicht der Fall gewesen. Dadurch entstand eine große Fluchtwelle. Wir haben in dieser Region insgesamt 5 Zentren. Eins davon war im Flüchtlingslager in Risa in der Provinz Arraka, ungefähr 30 Kilometer entfernt von der türkischen Grenze. Die türkischen Truppen haben auch dieses Lager erreicht. Das Lager wurde zunächst unter Beschuss genommen. Es führte dazu, dass die 2000 IS-Frauen, Witwen, Töchtern, also nur weibliche Mitglieder und Unterstützer von IS die Flucht ergreifen konnten und das Lager in Brand setzen konnten. Dadurch ist auch unser Zentrum in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben ein unserer besten Zentren quasi in der Region verloren. Zum Glück konnten wir unser Team rechtzeitig in Sicherheit bringen und sie aufzufordern, die Mitglieder unseres Teams nach Raqqa sich zu begeben. Auch in der Provinz Al-Hasaka, also die Region Jazira. Wir haben 4 Zentren. Wir haben schon am ersten Tag sofort die Entscheidung getroffen, unsere Aktivitäten mit Jugendlichen, mit Frauen, aber auch Dialogaktivitäten mit der Zivilverwaltung, mit den Stadträten etc. einzustellen, zu stoppen und uns nur der humanitären Hilfe zu widmen. Wir haben freiwilligen Teams gebildet in verschiedenen Städten und mit der Lokalverwaltung sofort einen humanitären Hilfeplan entwickelt, wie wir diese zigtausend Menschen, die aus der Region Ras Al-Ain und bis zum Teil auch Tel Abyad Richtung Hasaka geflohen waren, aufnehmen konnten. Dafür wurden bis heute 61 Schulen umfunktioniert zu Aufnahmeeinrichtungen. Man kann sich auch vorstellen, dass die Schulen eigentlich nicht dafür gedacht sind, dass Familien, Kinder, Frauen und Männer verschiedener Alter halt wochenweise dort leben. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Schulen mindestens so ein bisschen dann halt umfunktioniert werden, dass sie halbwegs würdige Zustände anbieten könnten. Das heißt, wir haben Glühbirnen angebracht, wir haben auch die Wasserhähne repariert, wir haben ein bisschen heißes Wasser in die Schulen gebracht, sodass die Menschen sich ein bisschen wohlfühlen konnten. Aber mehr konnten wir auch nicht machen. Auch die Verwaltung konnte nicht viel mehr machen. Die Zahl der Flüchtlinge nimmt mit jedem Tag, mit jeder Stunde zu, weil auch heute wurden neue 51 Dörfer angegriffen und die wurden neu eingenommen von der Türkei und von ihr unterstützten Milizen. Und die Einwohner all dieser Dörfer sind auch Richtung Kamischli, Hasaka und die anderen Regionen geflüchtet. Das heißt, ich kenne viele Menschen auch aus Ras Al-Ain und aus den umliegenden Dörfern, aus Dir Basia. Das sind so die Kriegsschauplätze. Wenn ich mit denen rede, dann ist es meistens so, dass mindestens 95% der Menschen sich aus Angst und aus Erfahrungen von anderen Gebieten dafür entscheiden, zu fliehen. Das Makabre ist, dass die Menschen aus der Erfahrung von Afrin gelernt haben
Und dass sie momentan nicht nur mit ihren Dokumenten und mit ihren Wertsachen fliehen, sondern versuchen auch sogar ihr Vieh mitzunehmen, mitzuschleppen, weil sie gesehen haben, dass in Afrin sogar auch Hühner und Kühe und andere Tiere auch geklaut und geschlachtet wurden von diesen Truppen. Und das zeigt auch das Ausmaß des Hasses, mit der diese Gruppen in die Region reinkommen. Und das zeigt auch das Konzept, welches diese Gruppen auch mit einbringen in diese Region. Zeigt auch wiederum, wie schwierig das sein wird, dass Zivilisten wieder zurückkehren in ihre Dörfer und ihre Städte, wenn diese Gruppen und türkische Militär diese Region weiterhin unter eigene Kontrolle halten. Vielen Dank. Das ist ja ein Phänomen, was wir von Anfang an gesehen haben, wirklich eine sehr, sehr starke Fluchtbewegung, genau aus der Angst. Und da halte ich das wirklich für einen ganz wichtigen Aspekt, dieses Lernen auch noch einmal darauf hinzuweisen. Es ist nicht die erste türkische Militäroffensive auf syrisches Gebiet, sondern eine, die uns geradezu hat vergessen lassen, dass Afrin längst schon unter der Kontrolle ist und was im Zuge dessen alles geschehen ist, wo eben auch klar war, wer einmal flieht, kann im Zweifelsfall oft nicht dorthin zurückkehren. Inanna Osman, wie haben die Menschen in den kurdischen Gebieten in den 8 Jahren zuvor den Krieg in Syrien erlebt? Also wie es halt der Region ging vor 2011? Nee. Nach der. Also wie die Situation nach 2011 bis zur Invasion war. Genau. Also Die Region war ja unter der Führung der PYD und den kurdischen Akteuren in der Region kontrolliert. Die haben es halt geschafft, dass sie da die Führung übernehmen über diese Region und das halt auch propagiert als das kurdische Projekt in Syrien. Bis zur türkischen Invasion kann man schon sagen, dass die Region stabil war und dass die Region nicht keine, sondern viel weniger Verbrechen erlebt hat, gerade auf der Ebene der Zivilbevölkerung. Also ich weiß jetzt nicht genau, worauf du genau hinaus willst. Ich kenne zum Beispiel die Familie von meiner Familie, die Situation von meiner Familie berichten. Die da bleiben konnten, im Gegensatz zu anderen Familienmitgliedern von mir, die in Afrin waren zum Beispiel oder in anderen syrischen Städten. Für die war diese Erfahrung der kurdischen Autonomie halt erstmal eine Garantie, dass sie in ihren Häusern bleiben können. Gerade diese Region war die einzige, die bis zur türkischen Invasion die einzig verschonte Region. Das war die einzige Region, zu der Menschen flüchten konnten. Und das ist auch die Region, die alles miterlebt hat. Und das ist das, was Ferhat auch gerade angesprochen hat. Also das ist genau die Region, die Lektionen gelernt hat. Und die Region, die gesehen hat, was in anderen Städten passiert und was gerade in einer Stadt wie Afrin passiert. Also nicht nur das, was an Verbrechen begangen ist, sondern auch miterlebt, dass aus diesen Verbrechen nichts passiert ist, also dass als Reaktion auf die türkische Politik in Syrien nichts passiert ist. Und ich glaube, das ist eine andere Art von Flucht, weil meine Familie, die im Westen Kamışlı wohnt zum Beispiel, gerade wo die Türkei von einer Invasion gesprochen hat, gleich halt ihre Sachen gepackt haben und ins Dorf gegangen sind, weil es für die nicht nur, erstens, wir wissen schon, was passiert, wir haben es schon vor Augen erlebt, sondern wir wissen, wir können nicht mehr zurückkehren. Und das ist halt die Abwesenheit oder die Aussichtlosigkeit und Perspektivenlosigkeit, die die Menschen dann erlebt haben, als sie gesehen haben, was der türkische Staat vorhat. Also die müssen sich nicht vorstellen, was der türkische Staat machen wird. Die haben es halt vor Augen erlebt. Vielen Dank. Aber weil du es gerade erwähnt hast, die Situation vor 2011, könntest du vielleicht auch noch mal etwas dazu sagen, inwieweit dieses Erleben der Autonomie etwas Neues war? Wie sah die Situation vor 2011 für die kurdischen Gebiete, für kurdische Bevölkerung aus? Also ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Also die Situation in den kurdischen Gebieten, also da kann Ferhat vielleicht auch viel mehr sagen, weil er in der kurdischen Opposition für längere Jahre natürlich aktiv war, aber es ist schon so, dass in Bezug auf die politische Repräsentation
der Kurdinnen, die Szene halt ganz anders aussah. Also während nach der Führungsübernahme der PYD und später der SDF war die politische Landschaft in der Region diverse, also auf der kurdisch-oppositionellen Szene. Und ja, also die politische Landschaft war auf jeden Fall in Bezug auf die Repräsentation viel diverser und nicht, dass sie eine Art politische Praxis ausüben konnten, unbeeinträchtigt, sondern natürlich wie die syrische Opposition im Allgemeinen waren sie natürlich unterdrückt, aber sie haben halt schon ihre lokale Geschichten erlebt, die meiner Meinung nach aus dem Blickwinkel gefallen sind. Also die lokale Dimension der kurdischen Frage, gerade in Region Jezire zum Beispiel, Rojava, waren halt quasi abwesend. Da die PYD zum Beispiel sich auch dargestellt hat und präsentiert hat als die Repräsentation der kurdischen oppositionellen Bewegung, das ist halt in einem Kontext wie Krieg nicht zu vermeiden. Das ist halt, man steht vor vollendeten Tatsachen, es gibt ein Vakuum in der Führung und in der Macht in dieser Region. Dennoch ist es meiner Meinung nach sehr wichtig zu differenzieren. Und gerade wenn wir von der kurdischen Bewegung sprechen, dann ist es sehr wichtig zu differenzieren, dass es kurdische Bewegungen gibt in den jeweiligen Ländern, auf die sich Kurdistan verteilt. Und daher sind die lokalen Gegebenheiten, die historischen Dynamiken der kurdischen Bewegung in Syrien nicht zu vernachlässigen. Das sind auch Aspekte, die meiner Meinung nach später dazu geführt haben, dass die kurdische Führung von heute in der Region nicht diesen Halt hatte. Also dass da diese lokalen Strukturen in Jezire-Region zum Beispiel eine der Herausforderungen gestellt haben, die diese kurdische Führung in Jezire erlebt hat, obwohl ihre Erfahrung tatsächlich einzigartig ist und obwohl sie im Vergleich zu vielen Akteuren in der Region tatsächlich progressiv sind, aber die lokalen und historischen Dynamiken der kurdischen Bewegung in Syrien sind genauso zu berücksichtigen, meiner Meinung nach, gerade wenn wir ja über Visionen reden und über Lösungen reden. Dankeschön. Ferhat, möchtest du noch etwas dazu sagen, uns auch deine Perspektive dessen geben? Ja, tatsächlich in der gesamten kurdischen Region, also angefangen von Afrin bis zum Tigris quasi, bis zur Jezire-Region vor der Besatzung von Afrin, entstand in den letzten Jahren zum ersten Mal in der Geschichte der Kurden Syriens eine kurdische Verwaltung. Beziehungsweise die Menschen aus der Region haben ihre Regionen dann verwaltet, zum ersten Mal in der Geschichte Syriens. Ich bin in Kamischli geboren und aufgewachsen, bis zu meinem Abi habe ich dort auch gelebt. Nie daran erinnern, dass wir je einen Bürgermeister aus unserer Stadt hatten. Auch unser Bürgermeister wurde vom Staat bestimmt, aus Homs, aus Raqqa, aus Deir ez-Zor zu uns geschickt und der sollte unser Bürgermeister werden. Auch der Gouverneur, der Polizeichef, selbst unsere Lehrer, viele von denen wurden aus Latakia, aus Homs, aus Raqqa und so weiter zu uns geschickt, damit sie uns schneller arabisieren können, damit sie uns schneller unterdrücken können. Und das war jetzt in dieser Phase zum ersten Mal in der Geschichte Syriens, dass es umgekehrt war, dass die Bürgermeister aus der gleichen Stadt kamen, dass der Gouverneur auch aus der gleichen Stadt kam und so weiter und so fort. Das ist eine richtig demokratische Erfahrung war, kann man nicht sagen. Ja, das ist auch ein Kriegsschauplatz. Dort herrschte auch in großen Gebieten auch die IS, andere radikale Organisationen. Das Regime ist auch in bestimmten Stadtteilen und auch bestimmten Regionen noch anwesend, hat auch seine Militär und auch seine Geheimdienste etc. Aber es war immerhin auf der Skala der Menschenrechtsverletzungen, ja, die in Gesamtsyrien begangen wurden. Die Verletzungen, die in dieser Region und von der Verwaltung in dieser Region begangen wurden, waren immer am niedrigsten. Zwar von allen Akteuren, ob es dann das Regime war, IS,
andere Oppositionsgruppen etc. etc., auch türkische Truppen und so weiter. Das muss man auch erwähnen. Wir haben auch als Zivilorganisationen unsere Schwierigkeiten und Probleme mit der Verwaltung vor Ort gehabt. Mal durften wir das nicht machen, mal ging es das nicht, mal so und so, aber wir existierten. Wir haben uns weiterentwickelt. Uns gibt es ja seit unser Zentrum seit 5 Jahren als Organisation ohne Zentren, nur mit Teams, seit 2011 im Prinzip. In anderen Regionen ist das nicht der Fall. Ist es viel schwieriger für Zivilorganisationen, so lange bestehen zu bleiben, so lange ihre Arbeit nachzugehen. Das muss man auch erwähnen. Das, was aber dann auch beabsichtigt wird, wenn diese Region quasi zerstört wird oder die Zerstörung dieser Region gesucht wird, nicht, dass eine demokratische Verwaltung in diesen Regionen entsteht oder eine inklusivere Verwaltung, Herrschaftsform, System etc., sondern dass das im Prinzip rückgängig gemacht wird, dass unser Gouverneur, unser Bürgermeister wieder dieses Mal nicht mehr aus Homs und aus Raqqa und Deir ez-Zor kommen, sondern auch aus Gaziantep und aus Kilis und sogar aus Ankara und Istanbul kommen. Das ist, was gerade in Afrin passiert. Die Verwaltung von Afrin liegt türkischen Gouverneuren, nicht mehr syrischen sogar. Auch die syrischen Gruppen, die mit der Türkei und für die Türkei gekämpft haben, um einen Teil ihres Landes unter türkische Kontrolle zu bringen, die sind nicht mehr als quasi Randfiguren in Afrin. Und die türkischen Besatzer haben das Sagen. Und dieses System wird auch für Al Jazeera, für jetzt diese schreckliche Benennung von dieser offensive Friedensquelle, das wird auch dann versprochen. Wir werden euch eure Bürgermeister aus Gaziantep mitbringen, nach Sarıkan, nach Ras Laino, nach Kamışlı und sonst wo. Das ist, was versprochen wird und das muss gestoppt werden. Ja? Christine Hellberg, ich würde gerne noch mal einen Blick werfen. Vor der Offensive hatte sich in Deutschland, aber auch andernorts, die Wahrnehmung geradezu verbreitet, der Krieg in Syrien steuere einem Ende zu. Könntest du vielleicht noch mal einordnen, wie sieht dieser Teil, dieser neu entflammende Konfliktstreifen im Lichte all dessen, was in Syrien passiert, aus? Die Wahrnehmung rührt ja daher, dass Kämpfe weniger werden in unserer Wahrnehmung. Also dass das Regime von Präsident Bashar al-Assad weite Teile des Landes wieder unter die eigene Kontrolle gebracht hat. Und die beiden einzigen Regionen, die eben noch nicht wieder unter Kontrolle des Regimes waren, war einerseits Idlib im Westen des Landes und der Nordosten, ein Viertel des syrischen Staatsgebietes im Nordosten des Landes. Und das war jetzt natürlich eine, aus Assads Sicht, eine sehr elegante Lösung, um schrittweise wieder den Nordosten auch unter die eigene Kontrolle zu bekommen, weil am Ende eben diese Verabredung, dieser Deal, der bereits vermittelt wurde zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem türkischen Präsidenten Erdogan, eigentlich die Aufteilung des Nordostens schon skizziert. Also die Türkei darf eben den Teil behalten, den sie in den letzten 2 Wochen erobert hat. Das ist das Gebiet zwischen Ras el-Ain, Sedekaniye und Tel Abyad, also 120 Kilometer lang, 30 Kilometer tief. Sie darf dort angeblich sogar syrische Geflüchtete ansiedeln mit dem grünen Licht aus Moskau, was genau die demografischen Veränderungen auch mit sich bringt, die ja allgemein befürchtet wurden und was genau für die Menschen, die Farhad erwähnt hat, bedeutet, dass sie nicht zurück können. Das heißt, wir haben da jetzt mindestens 180.000 Binnenvertriebene, die jetzt nicht wissen, wie es weitergehen soll, weil die aus der Region in den letzten 2 Wochen erstmal geflohen sind. Und das Regime wird den Rest des Nordostens wieder übernehmen. Und wir sehen schon jetzt, wie schleichend eben die Regimetruppen hier und da gucken und versuchen, sehr unbemerkt auch wieder die Stellungen zu übernehmen. Und das Regime war ja auch nie ganz weg. Ferhat Ahmar hat das schon erwähnt. Also es gibt den Kamışlı-Stadtteile, die bis heute vom Regime kontrolliert werden. Der Flughafen von Kamışlı, auch in Hasake gibt es irgendwie einen Militärstützpunkt. Das heißt, das Regime war nie ganz verschwunden, hatte sich aber untergeordnet dieser kurdischen Autonomieverwaltung. Und das wird sich jetzt drehen, wahrscheinlich sehr unbemerkt von unserer Seite. Und das ist natürlich mittelfristig auch das Ende der kurdischen Autonomie und dieses Projektes, was dort ja recht erfolgreich war in den letzten Jahren. Und insofern bleibt als letzter Schauplatz oder als letztes Schlachtfeld jetzt eben die Provinz Idlib. Und da ist es eine Frage der Zeit, dass mit den ähnlichen Methoden wie zuvor einfach dieses Gebiet zurückerobert wird. Es ist zu 90% militärisch kontrolliert von dschihadistischen Gruppen, von HTS, Hayat Tahrir al-Sham, weswegen die Provinz gerne gleichgesetzt wird mit Dschihadisten.
Auch im syrischen Diskurs übrigens. Also viele Syrer sehen jetzt auch, blicken nach Idlib und sagen, das sind die Dschihadisten, die jetzt gegen die Kurden dort vorrücken. Verständlicherweise, weil da tatsächlich alle Rebellengruppen, die ja mal ganz ursprünglich angefangen hatten als Deserteure oder zur Verteidigung von irgendwelchen Demonstrationen, inzwischen wie gehirngewaschene Söldner Erdogans auftreten. Also das ist tatsächlich ein Tiefpunkt der syrischen Gesellschaft, kann man nicht anders sagen. Und diese Truppen sind nun eben unterwegs, um im Auftrag und im Interesse der Türkei die eigenen Landsleute im Nordosten zu massakrieren, wie wir sehen können auf den Videos, statt dass sie Idlib verteidigen. Deswegen auch diese tiefe Spaltung, der wachsende Hass nochmal zwischen Kurden und Arabern innerhalb der syrischen Gesellschaft, was das eigentlich große Drama noch ist, mittelfristig und langfristig für das Land. Und in Idlib ist eben absehbar, dass diese 3 Millionen Zivilisten, die dort auch leben, weiter Richtung Grenze fliehen werden, Richtung Türkei. In das Gebiet, wo übrigens ja gerade Herr Baghdadi umgebracht wurde, wo man sich auch fragt, wie konnte der sich eigentlich 5 Kilometer von der türkischen Grenze unter türkisch kontrolliertem Gebiet so lange verstecken? Die Türkei hat ja 13 Beobachterposten in der Region, also was sie da beobachtet haben, weiß man auch nicht so genau. Also das Gebiet ist jetzt dasjenige, was mit Luftangriffen Russlands und mit Luftangriffen des Regimes weiter zurückerobert werden soll. Und dann stellt sich ja die Frage, wenn das erledigt ist, jetzt mal so formuliert aus Assads Sicht, dann ist dann der Krieg vorbei. Und was bedeutet das für die Geflüchteten? Und dann stehen wir eben vor der großen Herausforderung festzustellen, dass Syrien, auch wenn nicht mehr gekämpft wird, trotzdem noch nicht sicher ist. Denn selbst wenn sie dort Urlaub machen können an der Küste, heißt es nicht, dass die Syrer, die jetzt hier leben und die geflohen sind vor der Gewalt des Regimes, dort wieder zurückkehren können, weil sie einfach Gefahr laufen, wenn sie aus bestimmten früheren oppositionell kontrollierten Gebieten stammen, dass sie unter Generalverdacht stehen, dass irgendein Onkel mal demonstriert hat, ein Bruder beim Geheimdienst verschwunden ist, jemand sich in der Lokalverwaltung mal engagiert hat, zivilgesellschaftlich, und all diese Menschen sind nicht sicher, wenn sie nach Syrien zurückkommen. Und das muss uns eben klar sein für den Diskurs, wann können Syrer zurückkehren, dass man über die Kämpfe hinaus und über den akuten Krieg hinaus, der gerade sich verschlimmert hat durch den türkischen Angriff, man im Blick haben muss, wie sicher Syrien unter dem Assad-Regime ist auf Dauer. Darf ich vielleicht noch eine Anmerkung machen zu den Kurden vor 2011, weil das noch vielleicht wichtig ist für das Publikum hier, ich weiß es nicht, weil die Kurden da tatsächlich unterdrückt waren, auch in Syrien. Und das ist vielleicht noch nicht so ganz klar geworden. Er hat es sehr eindrücklich geschildert, dass tatsächlich die ganzen Bürgermeister und Polizeichefs immer aus anderen Regionen kamen. Die Kurden in Syrien durften kein Kurdisch sprechen eigentlich. Sie durften keine kurdische Musik hören. Es gab jedes Jahr bei den Feierlichkeiten zum Nehruz-Fest, 21. März, gab es diese Agent Provocateur des Geheimdienstes, die ein bisschen Krawall gemacht haben, sodass man wieder sagen konnte, die bösen Kurden, die Separatisten, die wollen uns unser Land wegnehmen. In den 60er Jahren hatte bereits die Baath-Partei angefangen, das Grenzgebiet im Nordosten zu arabisieren, ganz gezielt mit der Ansiedlung von arabischen Stämmen. Das war der sogenannte arabische Gürtel. Und all das geschah natürlich im Sinne des arabischen Nationalismus, der damals seine Blütezeit hatte. Und das war ja so ein bisschen das gesellschaftliche Ruhigstellungskonzept, auch des Assad-Regimes, dass man gesagt hat, wir sind alle Araber, egal woran ihr glaubt, Christen, Muslime, Drusen, Alawiten, aber Hauptsache wir sind Araber. Das ging natürlich auf Kosten der 10-12% Kurden, die eben einfach keine Araber waren und sich gar nicht zugehörig fühlten zu diesem Staat, wo alles eben syrisch, national, arabisch geprägt war. Und das ist vielleicht wichtig zu wissen. Es gab eine Volkszählung in den 60er Jahren, 150.000 Kurden wurde die Staatsangehörigkeit entzogen. Die Kinder und Enkel dieser Kurden haben auch nicht die Staatsangehörigkeit komplett gehabt. Das heißt, sie hatten bestimmte Rechte nicht, sie konnten nicht wählen gehen, sie konnten zum Teil gar nicht studieren, sie konnten nicht angestellt werden, sie konnten manchmal nicht mal im Hotel übernachten, was diese bestimmte Gruppe der Maslumin, glaube ich, Makdumin angeht, genau. Also das ist so ein bisschen die Vorgeschichte der Kurden in Syrien, um dann auch zu verstehen, warum aus Sicht vieler Kurden im Nordosten das, was die PID, die Partei der Demokratischen Union, dort aufgebaut hat, erstmal viel besser ist als alles andere, auch wenn es eben, wie Ferhat richtig gesagt hat, nicht wirklich ein demokratisches Vorbild war jetzt so betrachtet. Nana, bitte, du wolltest dazu auch was sagen. Danke, dass du da auch nochmal nachgehakt hast, und dem möchte ich auch gerne hinzufügen. Wenn gerade in dem syrisch-syrischen Diskurs, also kurdisch-arabischen Diskurs, darüber geredet wird, ach, die Kurden haben sich am Ende mit dem Regime verbündet und jetzt, das sind die Verräter, die am Ende doch zum Regime zurückgegangen ist. Der Fakt,
dass die Kurden jetzt sich mit dem Regime verbünden, ist halt eigentlich die Aussage, die wirklich beweist, dass Kurden niemanden mehr haben. Ich meine, nicht nur in Bezug auf Gesetze und die syrische Politik, also die Politik des syrischen Regimes gegenüber den Kurden in Syrien, sondern auch die Kurden nicht, die haben jetzt in Bezug auf die Türkei und Syrien als bei zwei wichtige Akteure so nicht nur vor sich vor Augen erlebt, was in Afrin passiert ist, sondern auch wir Kurden haben auch erlebt, was 2004 zum Beispiel passiert ist. 2004, das habe ich noch miterleben dürfen in Syrien, in Jezire, dass aus einem dummen Fußballspiel, bei dem halt ein paar Fußballfans Saddam Husseins Parolen aufgerufen haben, um die Kurden halt zu provozieren. Daraufhin kam es zu Unruhen und es kam auch dazu, dass das syrische Regime auf kurdische Demonstranten geschossen haben. Das habe ich auch mit meinen Augen erlebt und ich habe umso mehr erlebt, was danach passiert ist, weil ab 2004 ich zum Beispiel in der Schule, so wie alle kurdische Schülerinnen, ich war in einer Mädchenschule, die gedemütigt wurden jeden Morgen, weil wir jeden Morgen durchsucht werden mussten, weil uns wohl jeden Tag unterstellt wird, dass wir Waffen mit in die Schule nehmen und dass wir wohl vorhaben, das Land zu zerstören und all das. Und das ging ab 2004 bis zur Revolution und das ist auch der Hass, auf den Assad wettet. Und das ist genau der Hass, der nicht berücksichtigt worden ist, selbst von der kurdischen Autonomie. Das sind genau diese historischen Dynamiken, von der ich geredet habe. Also das Assad-Regime stützt sich nicht nur darauf, dass das Regime die einzige Alternative der Kurden gerade ist, sondern stützt sich ganz genau darauf, auf den Hass, den er in diese Region mit aufgebaut hat und stützt sich aber auch auf die Loyalität bestimmter arabischen Stämme in der Region ihm gegenüber. Und genau, und die Kurden jetzt, die in den Augen der anderen quasi als die Verräter gesehen werden, wenn sie vor der türkischen Invasion einmal fliehen, dann würden sie 10-mal vor dem syrischen Regime fliehen, bevor sie das begrüßen, dass das syrische Regime die Führung in ihrer Region übernimmt. Wenn ich da ganz kurz noch kritisch was anfügen darf. Nicht nur das syrische Regime zeigt ja, dass es diesen arabischen Nationalismus weiter trägt und weiterführt und womöglich die Grenzregion auch wieder weiter arabisieren wird, sondern wir sehen ja auch, dass die syrische Opposition selbst nicht in der Lage war, etwas Konstruktives, Pluralistisches zu entwerfen, sondern bis heute ist eigentlich diese syrische, also die Opposition meine ich jetzt die nationale Koalition, die in der Türkei sitzt, die auch sehr beeinflusst wird von der türkischen Regierung, die eigentlich nur feststeckt ideologisch in dem, was das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, nämlich Nationalismus oder Islamismus. Das sind die einzigen Ideen, die diese Oppositionellen entwickelt haben. Und genau das sieht man bei den Kurden, weil sie sie entweder angreifen als Ungläubige, ja, wenn man mit einem islamistischen Hintergrund hat, oder eben als Separatisten, wenn man nationalistisch denkt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Hass auf allen Seiten größer geworden ist. Das hat auch dazu geführt, Entschuldigung, dass der Hass auf beiden Seiten noch mal stärker geworden ist, weil aus Sicht vieler arabischer, auch Revolutionäre, die Kurden sich nicht beteiligt haben an der Revolution. Sie haben dafür ihr eigenes Projekt gemacht, deswegen sind sie Verräter. Aber aus kurdischer Sicht sind natürlich diese Oppositionellen, die immer noch chauvinistisch von oben herab Kurden als Schuhputzer mitunter bezeichnen, haben überhaupt nichts dazugelernt und sind auch nicht in der Lage, wirklich eine Vision für Syrien zu entwickeln, wo Kurden der Platz zugestanden wird, den sie einfach haben in dieser Gesellschaft. Vielen Dank. Stichwort: Kurden haben keinen mehr im Stich gelassen von den USA in einer unfreiwilligen Allianz, im Wesentlichen zu den Bedingungen des Regimes, wieder mit dem Regime. Was ist mit Russland? Russland hat gerade mit der Türkei diese Waffenstillstände vereinbart. Wie steht Russland zu den Kurden? Können die Kurden auf russische Unterstützung hoffen? Ich glaube, dass Dilemma, was man auch jetzt in der Welt sieht, bezogen auf die Situation im Nordosten Syriens, ist, dass Interessen von staatlichen Strukturen berücksichtigt werden und von nichtstaatlichen Strukturen untergehen. Also das spricht, wenn man über die Gesamtsituation redet und debattiert und sagt, was kann man machen, dann sagt man, okay, die Türkei ist ein Staat, hat die zweitstärkste Armee in der NATO.
Und ihre Interessen überwiegen einfach die Interessen der Kurden, die kein Staat sind, nur eine Menschengruppe. Wenn sie auch unterdrückt wird, wenn die Medien aufhören, darüber zu berichten, dann hat die Welt auch das Ganze vergessen und wir haben die Türkei nach wie vor. Obwohl die Türkei offenkundig sagt, ich gehe rein, um eine ethnische Säuberung durchzuführen. Erst heute hat Erdogan gesagt, dieses Krieg ist die Fortsetzung unseres Unabhängigkeitskriegs. Das heißt, das sind unsere Ländereien, wir gehen rein, wir holen, was uns eigentlich zusteht. Die ganze Welt hört zu, nimmt zur Kenntnis. Unser Außenminister geht aber nach Istanbul und versteckt sich hinter dem Außenminister der Türkei, als ob er ihm wieder eigentlich wie manch andere Tee servieren würde und anstatt richtige Botschaften auszusprechen, macht er seine Verteidigungsministerin zunichte in Istanbul und kommt zurück, ohne politischen Plan, ohne irgendwas überhaupt zu verlangen, zu fordern. Das Gleiche gilt auch für die USA und das wird auch meiner Meinung nach das Gleiche auch für Russland auch gelten. Russland spielt zwar als die Schutzmacht des Regimes ist tatsächlich auch so, ohne Hilfe aus Russland und aus dem Iran wäre das Regime längst nicht mehr an der Macht. Russland hat aber auch keinen Plan, was die Kurden eigentlich in der Zukunft Syriens bekommen sollten. Und sie hat auch nie einen politischen Plan der Kurden auch vorgestellt. Es gab auch verschiedene Treffen, übrigens nicht nur von der PYD bzw. von der Selbstverwaltung, sondern von der kurdischen Opposition, die mit der PYD nicht einverstanden ist, nämlich mit dem kurdischen Nationalrat. Die waren auch häufig in Moskau, haben sich mit Lavrov, mit verschiedenen Funktionsträgern aus Russland getroffen und gefragt, was soll es jetzt? Welche Rolle spielt ihr eigentlich in Syrien? Und wie könnt ihr überhaupt auf das Regime einwirken, dass die Verfassung durchgeht, dass die Kurden und andere Minderheiten wirklich verankerte Rechte bekommen? Und die Antwort aus Russland war immer, wir haben keinen Einfluss auf das Regime, wir können nichts vorschreiben, ihr sollt euch wie alle anderen Gruppen bemühen. Na und, was soll das heißen eigentlich? Wir sollen uns wieder nur auf die Amerikaner verlassen? Und das Interessante ist ja auch, dass Herr Putin genau neulich bei dem Deal gesagt hat, ach und übrigens, eure Zukunft mit dem Regime könnt ihr bitte direkt in Damaskus verhandeln. Wir wollen gar nicht mehr vermitteln. Also die Idee ist ganz klar, eure Föderalismusthemen, Autonomie, Kurden, Araber, wie ihr euch im Land aufstellt, das könnt ihr jetzt mal wirklich in eurer sehr schwachen Situation direkt mit dem Regime verhandeln. Was bedeutet, dass sich Russland nicht aktiv einsetzen wird für irgendeine Form von Dezentralisierung oder Föderalismus. Und es zeigt auch, dass Russland daran gar kein Interesse hat. Moskau möchte ja in Syrien einen starken Zentralstaat, ein autoritäres System, das sich gut kontrollieren lässt von einem Machtzentrum in Damaskus. Denn da sitzt ja der Statthalter und der, den eben Russland auch an der Macht gehalten hat mit dem Assad-Regime. Und deswegen hat Russland kein Interesse an irgendeiner Form von Dezentralisierung und mehr Macht in der Provinz. Also ich denke, dass Wladimir Putin genau weiß, die PYD ist jetzt in einer großen Position der Schwäche. Man wird gegenüber Damaskus nichts rausholen können, außer ein paar kulturellen Rechten. Man darf Nerus feiern, man darf kurdischen Sprachunterricht erteilen. Das wird es wahrscheinlich am Ende im Endeffekt bleiben. Alles andere wird wieder zentral kontrolliert werden. Und das ist Herrn Putin sehr recht, wenn es so läuft. Dann kann er nämlich das Land per Fernbedienung aus Moskau viel einfacher steuern. Eben hast du schon erwähnt, die deutsche Verteidigungsministerin, sie hat ja einen Vorschlag gemacht zu einer Schutzzone oder vielmehr einen Vorstoß, denn so ausgereift wie ein Vorschlag erschien, ist noch nicht in der Darstellung eine Schutzzone, in der sie sagte, Deutschland solle mit Russland und der Türkei koordinieren. Hätte das etwas geändert? Was ist das? Wie soll das Konzept aussehen? Wie kann es auch funktionieren, wenn man genau mit denjenigen Mächten, die im Moment den Norden Syriens, die einen im Westen, die anderen im Osten bombardieren und die demonstriert haben, sie haben die Waffengewalt und Diplomatie ist nichts, was bis jetzt sehr viel weitergeholfen hat? Ja, das war auch zu spät eigentlich, ja, der Vorschlag. Was mich an der ganzen Debatte gestört hat, war, viele aus verschiedenen deutschen Bundesparteien haben den Vorschlag kritisiert. Selbst aus der eigenen Partei hat auch die Verteidigungsministerin nicht unbedingt Unterstützung bekommen. Aber die meisten haben eigentlich das Verfahren kritisiert und keinen eigenen Vorschlag gemacht, was gemacht werden soll eigentlich in Bezug auf Syrien, auf diese Katastrophe, die sich gerade abspielt.
okay, der Vorschlag war wahrscheinlich nicht abgesprochen, die Kommunikation lief schlecht, etc., etc., aber was ist eigentlich der Gegenvorschlag? Ich glaube, wenn man Massaker verhindern möchte und wenn man eine politische Lösung suchen will, dann muss die internationale Gemeinschaft, die EU kann auch versuchen, entweder als Gesamt-EU oder auch meinetwegen aus die drei wichtigsten Staaten Europas, können auch mit eigenen Initiativen starten. Auf jeden Fall muss das Thema weiterhin auf dem Tisch bleiben, muss weiterhin diskutiert werden, muss auch darüber diskutiert werden, wie die Menschen in diese besetzten Gebiete unter türkischer Kontrolle friedlich zurückkehren dürfen und wie sie weiterhin ihr Leben führen dürfen. Es muss auch darüber diskutiert werden, dass auf keinen Fall eine ethnische Säuberung stattfinden darf und dass die Türkei niemand dort als Aussiedler installieren darf, damit nicht ein weiterer kurdisch-arabischer Krieg für die Zukunft quasi vorprogrammiert wird. Darauf spekuliert die Türkei und die Lasten für so einen Krieg wird Europa letztendlich tragen. Wenn nicht heute, in 10 Jahren, 5 Jahren, wenn die Menschen wieder aus dieser Region fliehen, wenn wieder radikale Gruppen dort entstehen und Europa dann stehen wird und sagen, okay, wir haben ja vielleicht was verpasst. Das ist der Zeitpunkt, dass eine richtige Politik angegangen wird, nicht nur Verurteilungen von irgendwelchen türkischen Angriffen, sondern eine Politik, die zukunftsorientiert ist und die nach einer richtigen Lösung sucht. Ich gebe zu, das ist schwierig. Die Amerikaner haben es versucht. Übrigens haben die Amerikaner auch die sogenannten Sicherheitsinteressen der Türkei sehr, sehr, sehr umfangreich eigentlich berücksichtigt. Es gab auch diese Sicherheitsmechanismen, die mit der Selbstverwaltung entwickelt wurden. Die Türken durften Patrouillen führen in der Region. Die SDF hat auch zugesagt, ihre schwere Kriegswaffen zurückzuziehen ins Landesinnere bis zu 10 Kilometer. Es gab auch verschiedene gemeinsame deutsch-amerikanische Patrouillen in der Region und auf einmal steht der Herr Erdogan und sagt, nee, das gefällt mir nicht, ich hole mir einfach dieses Land und ich vertreibe die Menschen. Also es gab halt dann Lösungsvorschläge, an die sich die Türkei sehr offenkundig nicht halten wollte. Ich habe Sie gesehen und ich möchte auch alle von Ihnen auffordern, ich würde jetzt gerne noch einmal auch Christine Hellberg und Inanna Osman zu genau dieser Frage und vielleicht noch etwas weitergehenden, was kann man politisch und diplomatisch tun, aber was kann auch jeder Einzelne tun, um den Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten in Syrien zu unterstützen? Nicht nur verstanden in den kurdischen Gebieten, die jetzt sehr im Fokus stehen, sondern wie kann man insgesamt Zivilistinnen stärken? Vorhin hattest du ja gesagt, Christine Hellberg, in Idlib sind viele Menschen auf der Flucht. Es befinden sich dort 2 bis 3 Millionen Menschen, die, wenn die Offensive sich fortsetzt, vielleicht noch auf den Weg machen. Und auch wenn Islamisten hier als die bewaffnete, herrschende Gruppe im Vordergrund stehen, die UN, die Vereinten Nationen sprechen hier davon, dass weit über 90% all derer, die sich dort befinden, Zivilistinnen und Zivilisten sind. Ich denke, das ist in jedem bewaffneten Konflikt etwas, was leicht untergeht. Wie viele der Menschen eben Leidtragende des Konfliktes und nicht Täterinnen und Täter sind. Deswegen noch einmal bitte Christine Hellberg und Inanna dazu. Wie sieht es aus? Was kann diplomatisch oder politisch geschehen? Und was können auch Einzelpersonen tun, um sich für Zivilistinnen in Syrien zu engagieren? Genau, okay. Also die Idee von Schutzzonen ist ja überhaupt nicht neu, sondern eine Forderung der Syrer seit 2012. Seit nämlich das Assad-Regime die eigene Luftwaffe einsetzt gegen Wohngebiete, die von oppositionellen Kräften kontrolliert waren. Und die Forderungen haben sich immer wiederholt und wurden immer wieder zurückgewiesen mit dem Argument, dass man dafür ein UN-Mandat bräuchte. Und das UN-Mandat kam nicht zustande, weil Russland das im Weltsicherheitsrat natürlich verhindert mit einem Veto. Deswegen reden wir also von 7 Jahren von Schutz für Zivilisten, der nicht zustande kommt, während sich aber gleichzeitig natürlich alle ausländischen Beteiligten, heute beteiligten Mächte, militärisch eingemischt haben für ihre eigenen Interessen, indem sie sehr wohl selbst bombardieren im Land. Das ist ja der regelmäßige Vorwurf. Also für den Schutz von Zivilisten brauchen wir ein UN-Mandat. Für die Bombardierung gegen den IS zum Beispiel brauchen wir kein UN-Mandat. Das ist aus syrischer Sicht sehr verlogen und wir haben sehr viel Glaubwürdigkeit verspielt. Aktuell sehen wir, dass sich
in der Provinz Idlib das Gleiche wiederholt, also die Vorgeschichte von 2015, würde ich sagen. Die Vorgeschichte von der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 ist ja, dass Europa dreifach versagt hat. Erstens, wir haben die Menschen nicht in Syrien geschützt. Zweitens, wir haben ihnen in den Nachbarländern keine würdige Existenz ermöglicht. Ja, die Hälfte der Kinder, fast die Hälfte, sind immer noch nicht regelmäßig in der Schule. Und dann sind die Leute weitergezogen und dann sind sie eben auch unkontrolliert über die Balkanroute gelaufen, haben ihre Ersparnisse und sich in ihre Ersparnisse ausgegeben und ihr Leben riskiert, weil drittens Europa nicht in der Lage war, gezielt schutzbedürftige Menschen zu holen und Verantwortung zu übernehmen. Was machen wir jetzt? Wir schicken den Innenminister nach Istanbul oder nach Ankara und sagt: Vielen Dank, lieber Herr Erdogan, dass du uns die Syrer vom Leibe hältst. Sehr wichtig in dieser Situation, brauchst du Geld für den Grenzschutz? Wo ich denke, die Grenzen zu erhöhen, hilft jetzt nicht wirklich viel. Der türkische Grenzschutz ist sehr gut ausgebaut, überall dort, wo er funktionieren soll. Es gibt auch Bereiche, wo er nicht funktionierte. Beispielsweise das Durchlassen von Dschihadisten oder Anhängern des IS hat ja über Jahre sehr gut funktioniert. Die sind alle über die Türkei eingereist nach Syrien. Also die Frage ist, wie wollen wir eigentlich verhindern, dass die 3 Millionen jetzt in Idlib oder die mehreren hunderttausend in den kurdischen Gebieten, die mittelfristig vielleicht auch dort nicht bleiben können, irgendwann in Europa landen? Ja, also die Lehre aus 2015 wäre zu sagen, die wollen sowieso lieber in Syrien bleiben. Warum schaffen wir es nicht, diese Menschen vor Ort zu schützen? Die sitzen ja zum Großteil schon entlang der Grenze in irgendwelchen behelfsmäßigen Lagern, manche noch nicht mal dort. Und was der Außenminister jetzt ja meinte, als er sagte, wir haben keine Zeit für theoretische Debatten, weil wir müssen den Leuten gerade humanitär helfen, zeigt natürlich, wie visionslos und wie kurzsichtig diese ganze deutsche Außenpolitik ist. Denn das, was jetzt Frau Kramp-Karrenbauer zu spät formuliert hat und auch sehr ahnungslos formuliert hat, weil sie alle möglichen Themen da reingepackt hat, die eigentlich so nicht zusammengehören, hätte ja Herr Maas als Außenminister mal vor einem Jahr ausformulieren können und sich überlegen können, also eine Strategie für den Nordosten. Denn da hat US-Präsident Trump das erste Mal gesagt, wir wollen nach Hause, und Herr Erdogan hat gesagt, wir wollen nach Syrien hinein. Also das, insofern lasse ich das nicht gelten, wenn Herr Maas jetzt sich da so aus der da so rauswindet und sagt, ja, das ist jetzt alles viel zu spät. Es ist zu spät, weil er vorher das nicht angesprochen hat. Und was Frau Kramp-Karrenbauer, glaube ich, falsch gemacht hat, ist, dass sie in einem Satz gesagt hat, wir brauchen eine Sicherheitszone, damit Flüchtlinge zurückkehren können, wir den IS bekämpfen können und dort wieder was aufbauen wollen. Wo alle Alarmglocken aller Leute, die zu Syrien arbeiten, angehen und sagt, wie Rückkehr von Geflüchteten, also wie sie doch Erdogans demografischen Umbau finanzieren, wie jetzt Sicherheitszone, das ist das Wort von Herrn Erdogan selbst, das sie benutzt, aha, und jetzt wollen wir auch noch Wiederaufbau finanzieren, will sie jetzt tatsächlich für Assad das finanzieren, dass er seine Anhänger belohnt und Gegner bestraft mit den Gesetzen, die er bereits erlassen hat zum Thema Wiederaufbau. Also das war einfach ein großes Problem von Frau Kramp-Karrenbauer, dass ihre Initiative gezeigt hat, sie weiß eigentlich nicht wirklich, wovon sie spricht und deswegen für viel Irritation gesorgt hat. Bei den anderen Parteien, der Vorwurf der Grünen war ja damals auch, also Herr Nuripur hat ja ganz klar gesagt, wir wollen kein Freiluftgefängnis dort finanzieren. Also eben will sie tatsächlich das umsetzen, was die Türkei plant. Das wollte sie alles sicher nicht. Und die Idee einer international kontrollierten Schutzzone, bei der natürlich nicht die Türkei als Aggressor mitmachen darf und die eigentlich auch nicht von Russland kontrolliert werden kann, wenn Russland am anderen Ende von Syrien Zivilisten bombardiert und 54 Krankenhäuser seit April, ist irgendwie auch klar. Aber dann bleiben nur noch wenige Leute übrig, von denen die wenigsten sich gerade sowieso noch nachhaltig engagieren in Syrien. Und da ist dann die Frage, und darauf zielt ja eigentlich deine Frage ab, was können wir denn jetzt eigentlich noch machen? Diplomatisch, also ich warne davor, das, was morgen stattfindet, nämlich das Verfassungskomitee, das sich morgen trifft in Genf, überzubewerten als einen Schritt in Richtung politische Lösung. Der Konflikt ist militärisch entschieden. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass das Assad-Regime in dieser Form erstmal weiter herrscht und müssen einen Umgang damit finden, einen nachhaltigen. Und die Syrer unterstützen, die sich mal für das eingesetzt haben, was wir selber hochhalten, die eigentlich gerade nur in der Diaspora arbeiten können und sich in der Diaspora auch weiterentwickeln wollen. Das würde ich als Fokus sehen, ohne dass man deswegen natürlich ganz Syrien jetzt abschreiben möchte. Aber vielleicht gibt es Chancen, hineinzuwirken in das Land mit anderen Medien, mit anderen Mitteln, weil es in Syrien natürlich schon Menschen gibt, die sich Veränderungen wünschen. Aber weil es nur unter Lebensgefahr möglich ist, sich so zu betätigen, muss es eben alles immer sehr auf dem untersten Niveau, low level und off the record stattfinden. Ich würde gerne zum einen die Verfassungskomitee kommentieren, aber davor den Vorschlag zu einer Schutzzone. Also wenn ich jetzt sehr primitiv eine Schutzzone höre, dann erwarte ich, dass diese Zone es mindestens leistet, Zivilisten zu schützen. Dann ist die Frage, vor wem und wen?
schützt diese Schutzzone. Und wenn die Bedingung dafür ist, dass die Türkei und Russland, sprich in Klammern Assad-Regime, mit involviert sein müssten, dann ist es halt eigentlich ein Witz, so, dass man echt denkt, dass die beiden Kräfte, die am meisten an Verbrechen begehen, das sind die meisten Kräfte, die am meisten bis jetzt die Zivilisten in Gefahr gebracht haben, die sind, die involviert werden sollten in so einer Schutzzone. Und was mich auch an der Debatte stört, ist, also die Türkei nimmt immer den ersten Schritt und schafft Fakten und Tatsachen. Und wir überlegen uns hier in Deutschland, okay, wie reagieren wir jetzt oben drauf? Wollen wir uns darin involvieren oder nicht? Und diese Frage, finde ich, ist sehr, sehr arrogant. Diese Frage ist nicht nur arrogant, sondern diese Frage ist da, damit man nicht nur die deutsche Öffentlichkeit verarscht, sondern sich selbst damit verarscht, dass man sagt, okay, bin ich involviert oder nicht? Und wir sind schon längst als Deutschland involviert. Sei es mit der Waffenlieferung, sei es mit dem Flüchtlingsdeal, der entweder verändert werden sollte oder reformiert werden sollte, und mit diesem Konstrukt, was so unantastbar ist, dass die Türkei ein NATO-Mitglied, ein NATO-Partner ist. Und es ist auch nicht so, dass wir rumspekulieren müssen, dass wir irgendwie dann halt wirklich erkennen, welche Absichten Erdogan hat. Und spätestens nach Afrin hätten wir erkennen können, wie die Türkei sich an Verbrechen hält, an Versprechen hält, meine ich. Und da gibt es, also wir sind schon involviert, also es ist wichtig, dass wir das in der öffentlichen Debatte unseren Leuten, unserer Bevölkerung auch sagen, dass wir auch den Menschen hier auch wissen lassen, inwieweit wir involviert sind, wirklich. Dass wir es überhaupt für diese Herrscher in der Region ermöglicht haben, dass sie dorthin kommen, dass sie ihre Bevölkerung töten, dass wir ihnen das überhaupt für möglich gehalten haben, dass sie auch Chemiewaffen gegen ihre eigene Bevölkerung einsetzen. Und das ist halt ein Problem in der Debatte, finde ich, um den Syrienkrieg im Allgemeinen, dass viele wenig wissen, inwieweit wir involviert sind in diesen Konflikten. Und wir betrachten dann halt nur die Ergebnisse, die Resultate, nämlich Geflüchtete bei uns, und ärgern uns darüber. Und die Menschen ärgern sich hier. Und entstehen sogar Parteien, die sich gegen die Geflüchtete einschätzen. Und ich finde, das ist auch ein Problem der Information. Wie viel wissen dürfen Menschen wissen und wie viel dürfen sie nicht wissen? Und da gibt es klare Alternative gegen die Türkei. Das, was mir jetzt als erstes einfällt, dass man halt wirtschaftliche Sanktionen erklärt, dass man zum Beispiel auch die Reisehinweise in die Türkei verschärft. Es gibt sehr viele Druckmittel, die man auf die Türkei üben kann, wenn man das möchte. Und das möchten wir in Deutschland nicht, beziehungsweise unsere politische Führung möchte das noch nicht. Das ist schon echt beleidigend für die Menschen, die gerade in Nordsyrien unter dem leiden, was gerade geschieht, dass die echt hören, dass die Türkei halt Teil der Lösung ist oder überhaupt das Assad-Regime Teil der Lösung ist. Assad hat klar und deutlich gesagt in der letzten Presseerklärung, ich arbeite nicht mit Akteuren, die mit den USA, mit den Amerikanern gearbeitet haben. Also ist es sogar für Kurdinnen als Aussicht nicht mal davon zu erträumen, dass sie nicht mal die alten Unrechten, die sie nicht hatten, bekommen, weil sie jetzt haben sie sogar öffentlich und vor der ganzen Welt halt einen riesen Fehler begangen in den Augen, im Augen des Regimes. Also es gibt schon klare Schritte, und ich finde, so Frau Helbeck hat schon in sehr vielen Talkshows sehr viele konstruktive Vorschläge gegeben, unter anderem. Und es gibt so viele andere Visionen, und es gibt so viele Möglichkeiten, die Türkei unter den Druck zu setzen. Aber der Wille dazu ist nicht da. Und das ist meiner Meinung nach das Problem. Es ist nicht so, dass es keine Visionen gibt. Es gibt keine Vision für die Staaten sich einsetzen wollen, an denen sie wirklich Interesse haben. Und das muss man auch klar sagen. Wir reagieren nicht auf das, was die Türkei begeht, weil wir hier Menschenrechte respektieren. Wir müssen reagieren, weil wir daran beteiligt sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Aussage. Okay, vielen Dank. Es sind wirklich in der Tat sehr viele Vorschläge gemacht worden. Ich denke, das Antizipieren ist eines der Themen, die Sie alle erwähnt haben, dass immer nur auf das reagiert wird, was gerade passiert, so als hätte es nicht schon lange im Raum gestanden. Und so ist es auch ein bisschen natürlich weiterhin, dass der Blick nach vorne sich sehr stark auf das beschränkt, was wir gerade haben. Ich möchte jetzt gerne überleiten zu einer Runde mit dem Publikum. Sie haben sich sehr hartnäckig schon gemeldet.
Ich würde dort hinten auch noch den Herrn in hellblau rannehmen. Und wenn wir schon auf dieser Seite des Saales sind, vielleicht dann Sie in der zweiten Reihe. Ich bitte Sie, sich kurz vorzustellen und sich ebenfalls relativ kurz zu fassen. Wenn Sie eine Frage haben, dann richten Sie sie bitte konkret an eine der Panelistinnen, wenn Sie das auf dem Schirm haben. So, als erstes möchte ich Sie alle bitten, mir zu helfen, meine Zeit einzuhalten. Ich bin eine Labertasche, die dann gerne die Zeit verliert. Und deswegen schreiten Sie rigoros ein, wenn es zu lang wird. Zweitens möchte ich mich gleich entschuldigen. Ich bin ein nicht sehr gebildeter Mensch. Ich gehöre zu der arbeitenden, ungebildeten Unterschicht. Ich habe kein Studium, einen schlechten Hauptschulabschluss von einer Waldorfschule geschenkt bekommen und werde mich deswegen wenig kompliziert und sicher oft polemisch ausdrücken. Dafür Entschuldigung, das ist so mein Rahmen, in dem Sie mich auch gerne beschränken dürfen, wenn ich übertreibe. Ich habe mir einige Kriege angesehen, weil mich der Mensch an sich wahnsinnig interessiert, warum er sich seit vielen tausend Jahren immer wahnsinnig die Birne einhaut. Und das, was den Kurden gerade passiert, erinnert mich sehr stark an Tschetschenien, an den Kosovo und an das machiavellistische Prinzip von Herrschern, Minderheiten wegzuräumen. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade. Die Technik ist sehr einfach. Wenn jemand keine Atomwaffen hat und keinen Staat hat, muss man ihn einfach aufs Blut provozieren, am besten ein paar Massaker anrichten, dass die Minderheit aggressiv wird und sich am besten rächt, um sie dann auch noch moralisch in Diskredit zu stellen und dann Tür und Tor zu öffnen einem Assad-Regime, einer Türkei oder egal welchem Regime, was Grenzen und vielleicht sogar Atomwaffen, auf jeden Fall ein starkes Militär hat, die dann wegzuputzen. Ich glaube, als kleiner, einfacher Mann, der sich nicht gut auskennt, dass die Türkei jetzt gerade daran hochinteressiert ist, die Kurden zu massakrieren. Nicht, weil sie die Kurden besonders böse findet, sondern weil die Kurden sich dann wehren werden, weil man sie damit provoziert, so wie es im Kosovo passiert ist. Also wenn Massaker passieren, passieren die immer aus dem einen Grund, um Hass zu säen, um den Großteil der Bevölkerung erstmal zu verjagen, damit man das Land freikriegt. Und zweitens, um sowas wie die UÇK hervorzubringen, die dann sehr brutal zurückschlägt und dann die Kurden, wenn sie sich dazu verleiten lassen, zurück zu massakrieren, was ich nicht hoffe, weil dann die Kurden auch auf die Abschlussliste zu erheben sind. Und ich glaube, der Plan der Türkei jetzt ist, auf jeden Fall Massaker anzurichten, damit es wie den Tschetschenen geht, die auch einfach ihr kleines Land, ihre kleine Region verteidigen wollten. Und dann weiß jeder, was Vielen passiert Dank. Ist. Vielen Dank. Haben Sie noch Geduld? Sie haben ja schon einige der Anführungen hierzu gehört. Zum Glück ist es bislang nicht zu diesen Massakern gekommen. Und wir hoffen natürlich, dass Sie vielleicht falsch liegen mit Ihrer Einschätzung. Aber vielen Dank, dass Sie diese geteilt haben. Vielleicht würden Sie an den Herrn dort hinten in hellblau übergeben. Danke. Mein Name ist Gerrit Kurz. Ich bin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Frau Hellberg, Sie hatten erwähnt, dass es besser gewesen wäre, sich vor einem Jahr Gedanken zu machen für Herrn Maas. Und ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Das war ja alles sehr, sehr abzusehen. Nun würde mich allerdings interessieren, für Sie, aber auch die beiden anderen Panelisten, hätte denn so ein Plan für den Nordosten aussehen können, der berücksichtigt, dass die USA abziehen werden. Also der hätte dann ja irgendwelche Sicherheitsgarantien für die Türkei involvieren müssen. Wenn die Türkei den Kurden nicht traut, dann müssten das ja andere Truppen wahrscheinlich sein. Also vielleicht UN, internationale, europäische Truppen, wenn sie denen überhaupt trauen. Wenn das überhaupt möglich gewesen wäre, so. Selbst wenn das, nehmen wir mal an, das wäre möglich gewesen und es hätte dann eine internationale Mission auf beiden Seiten, auf einer Seite der Grenze gegeben, im Nordosten, dann wäre es ja immer noch so gewesen, dass es dann im Westen, wie jetzt in Idlib, weiter bombardiert worden wäre. Dann wäre also auch das politische Problem doch gewesen, dass quasi internationale Truppen da gewesen wären, die vielleicht einen Teil Syriens geschützt hätten, im besten Falle, aber ein anderer Teil gleich in der Nähe weiterhin bombardiert worden wäre. Und ich will jetzt gar nicht das alles total kompliziert machen, aber ich sehe einfach nur die Probleme, die es tatsächlich gegeben hat und ich dachte, Sie haben da mehr darüber nachgedacht als ich, vielleicht haben Sie da Gedanken zu. Das wäre praktisch, aber ich fürchte, wir haben keine.
auf dem Stick. Ich weiß nicht, ob wir das können. Alles klar. Okay, wir probieren das. In der Tat wäre es sehr hilfreich. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt gab es in der zweiten Reihe hier vorne einen Herrn. Sie hatten sich noch gemeldet. Achso, ich dachte, Sie hätten sich gemeldet. Jetzt will ich Ihnen einen Kommentar aufhelfen. Gut, dann die Dame dort in Rot, in Grau. Mein Name ist Sigrid Masoch und ich bin Mitglied von der Städtepartnerschaft Friedrichshain-Kreuzberg-Derig. Und da möchte ich nochmal anknüpfen an diese Frage, wie kann Europa Zivilisten unterstützen? Und ich denke, so auswegslos, wie die Situation zurzeit ist, versuchen wir trotzdem von der Städtepartnerschaft her, unsere Stadt Derig zu unterstützen, indem wir eben Gelder rüberschicken für die Gesundheitsversorgung. Und ich denke, das hätte auch viel früher, viel weiter laufen müssen, dieses zivilgesellschaftliche Engagement in der Region. Und ich denke, das hätte zumindest so eine politische Wirkung gehabt. Man will unterstützen dieses System, weil es sind ja nicht nur die Kurden, sondern in Derig ist multiethnisch und multireligiös eine Gemeinde. Und ich glaube, das hätte nochmal, was Sie vorhin auch gesagt hatten, in den Medien ein größeres Bewusstsein gegeben, was überhaupt dort aufgebaut worden ist. Es ist auch die Bedeutung der Frauen in dieser Bewegung. Und deswegen, so mein Aufruf ist einfach nochmal zu schauen, wo kann man denn die Leute unterstützen? Und das ist, glaube ich, zurzeit wirklich sehr viel mit finanzieller Unterstützung, damit die Gesundheitsversorgung zum Beispiel oder die Infrastruktur versucht wird. Auch das ist das Problem auch mit der Beschulung, selbst wenn es noch alles wieder irgendwie weitergeht, dass dort ein Leben auch noch möglich ist. So, das war mein Beitrag. Dankeschön. Wer immer die Karte wollte, gab es etwas Spezifisches daran zu sehen? Denn jetzt haben wir sie hier. Ich weiß nicht, ob es für alle klar ist. Ja, die Karte ist natürlich nicht ganz aktuell. Die ist aus dem letzten Jahr. Das heißt, das blaue Gebiet ist eben noch ohne diese berühmte türkisch geplante Zone, die man jetzt in den letzten Wochen immer gesehen hat. Aber da zeigt sich eben ein Viertel des Staatsgebietes. Das war eben diese Demokratische Föderation Nordsyrien, so heißt sie offiziell. Und wir sehen eben die beiden schon in früheren Invasionen eroberten Gebiete sind diese rot gepunkteten Gebiete. Nördlich von Aleppo, das ist ein türkisches Protektorat, 2016 erobert. Und Afrin ist eben im Westen oben dieser Zipfel. Das ist eben im Anfang 2018 da nochmal erobert worden durch die Türkei. Da sieht man das ganz gut. Und Idlib erkennt man natürlich auch klar. Und das Beige ist eben das, was das Regime schon wieder unter der eigenen Kontrolle hat. Vielleicht zur Erklärung der Karte. Alles klar. Ich nehme gerne die beiden Fragen jetzt mit aufs Podium. Einerseits die Frage an alle. Wie hätte ein Plan für den Nordosten aussehen können, vielleicht auch für den Nordwesten, wenn wir über den Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten reden? Was wäre vor einem Jahr vielleicht möglich gewesen und ist es jetzt tatsächlich ausgeschlossen? Und wie können Sicherheitsgarantien aussehen? Ich sage vielleicht kurz was zu dem Plan, weil da einige Leute drüber nachgedacht haben tatsächlich in den letzten Monaten. Also es war klar, Donald Trump will die Amerikaner da eigentlich rausziehen. Und es war klar, Erdogan beansprucht das irgendwie für sich. Und die Amerikaner haben ja auch klar gesagt, könnten jetzt mal bitte die Europäer übernehmen. Wir haben den IS besiegt, ihr seid dran mit der Stabilisierung des Gebietes. Und tatsächlich haben die Europäer da ja eben eine Verantwortung für das Gebiet, weil sie auch beteiligt sind an der Anti-IS-Koalition. Man hätte zum Beispiel viel vehementer Städte wie Raqqa wieder aufbauen müssen. Auch da haben wir die Leute im Stich gelassen. Wir waren beteiligt an der Bombardierung dieser Stadt Raqqa, aber haben im Nachhinein sehr wenig dafür getan, für Minenräumung, für Wiederaufbau. Es sitzen immer noch hunderttausende Binnenflüchtlinge, die nicht zurückkehren konnten nach Raqqa. Und da entsteht natürlich genau der Nährboden, den ein wiederauferstehender IS unter neuem Namen wieder für sich zu nutzen weiß. Also Perspektivlosigkeit vor Ort, junger Menschen, aber auch natürlich keine politische Beteiligung, tägliche Erniedrigung. Das sind alles die Rezepte für Extremistengruppen, wo sie wieder Fuß fassen können. Das ist das eine. Und das andere wäre natürlich gewesen, dass wir gegenüber den Syrian Democratic Forces, also insbesondere dann den JPG, weil die JPG die anführen, eine Verantwortung gehabt hätten und gesagt hätten, okay, ihr seid offensichtlich ein Dorn im Auge für Herrn Erdogan an der Grenze unmittelbar. Wie wärt ihr denn bereit, euch zurückzuziehen? Und das Angebot gab es seit diesem Sommer zu sagen, wir gehen 10 Kilometer ins Landesinnere, wenn dafür eine international kontrollierte Zone geschaffen wird, die eben nicht die Türkei dominiert. Und da spätestens hätte Europa sagen müssen, okay, wir sind bereit, unsere Anti-IS Missionen umzudeuten oder zu erweitern zu einer Schutzzone entlang dieser Grenze, ob 10 oder 20 oder 30 Kilometer sei dahingestellt, indem wir diese Zone auch mit europäischen Truppen
überwachen als Beobachtermission im Optimalfall, weil alle damit einverstanden wären. Das ist natürlich jetzt eine gewagte These und ich behaupte nicht, dass es einfach ist. Aber die Türkei hätte vor einigen Monaten vielleicht noch gesagt, okay, die Amerikaner sind immer noch hier, die gehen nicht, wenn jetzt nicht jemand anders kommt. Wenn das NATO-Partner machen, ist es uns auch recht. Hauptsache, diese PKK-nahe, also ideologisch verbundene Partei, zieht sich von der Grenze zurück. Damit können wir dann irgendwie leben. Was sie da im Landesinneren für Autonomie machen, interessiert uns nicht so wahnsinnig. Sei mal dahingestellt. Und Russland hätte ein Interesse daran haben können, weil Russland ja sowieso gerne möchte, dass der Westen sich wieder international an einer Lösung beteiligt, die am Ende festschreibt, dass das Assad-Regime den Krieg gewonnen hat, sodass der Westen seine Beziehung wieder normalisiert nach Damaskus, die Sanktionen aufhebt und den Wiederaufbau finanziert. Das ist ja das Ziel von Herrn Putin. Und vor einem Jahr hätte man dann noch mehr Handlungsspielraum gehabt. Und dann wäre, das ist der wirklich interessante Teil an dem Plan, meiner Meinung nach, weil dann hätte Europa als Lieblingspartner der Kurden, behaupte ich jetzt mal, ihr könnt mich gerne korrigieren, tatsächlich auch Einfluss nehmen können auf diese politische Führung in der Region, auf die PED und auf ihre Politik, indem man gesagt hätte, wir schützen euch zuverlässig vor einem Einmarsch der Türkei, dafür schafft ihr mehr Raum für zivilgesellschaftliche Gruppen und distanziert euch vielleicht noch etwas überzeugender von der PKK-Ideologie oder ihr macht hier wirklich noch mehr Good Governance im syrischen Sinne. Und das wäre dann, also im Idealfall, wäre das dann wirklich ein bisschen modellhaft geworden für Syrien, was im Nordosten schon in Ansätzen da war. Ne, das ist jetzt wahrscheinlich wishful thinking aus Beratsicht, aber das wäre der Plan oder die Vision gewesen vor einem Jahr, wenn das erstmal reicht. Ja. Ja, also für mich wäre eigentlich eine internationale Mission oder sagen wir auch eine europäische Mission in dieser Region höchstwahrscheinlich die günstigste alle Missionen gewesen, sowohl finanziell als auch personell. Erstens gibt es ausgebildete Kräfte, die an der Grenze stationiert werden als Polizei und nicht als Armee von der SDF. Die gibt es auch zahlreich. Immerhin haben diese Kräfte auch gegen den IS gekämpft und haben auch den Krieg gegen den IS mit amerikanischer Unterstützung gewonnen. Der SDF wäre damit ganz einverstanden, ihre Kriegswaffen aus der Region, aus der Grenzregion zurückzuziehen in das Landesinnere und die hätte nur Polizeikräfte an der Grenze stationiert. Mit Kalaschnikow-Gewehren kann man gegen die zweite NATO-Armee wenig einrichten, denke ich mal. Und dann hätten wir wahrscheinlich nur 200-300 europäische Soldaten, die nur halt Patrouillen führen mussten, aber nicht mehr eigentlich. Die waren das schon da, Geld, Entschuldigung, die Franzosen waren ja schon da mit 200-300 Spezialkräften. Das Geld ist auch ausreichlich vorhanden in der Region. Da gibt es auch Ölquellen, die davor auch verwendet werden können, genau das, was auch die Amerikaner eigentlich jetzt machen. Das ist ja keine neue Erfindung, nur man hätte es ein bisschen ausweiten können. Die Europäer, aber vor allem Deutschland, hat sich eigentlich von der Türkei buchstäblich an der Nase herumführen lassen. Wir haben lange auch mit dem AA gekämpft, dass nur humanitäre Hilfe für diese Region zugesagt wird und die haben gesagt, nein. Klar, ne? Also diplomatisch wurde dann immer wieder wurden Argumente geliefert, haben wir gesagt, das und jenes, nee, das geht nicht und wir haben die Schwierigkeiten, wir haben die Bedingungen etc. und so weiter. Letztendlich war es eigentlich der Wunsch der Türkei, wir wollen euch in dieser Region nicht sehen, wir wollen auch nicht, dass ihr Geld auch in die Region schickt. Adopt the Revolution weiß auch von dieser Diskussion und weiß, wie auch selbst Adopt auch darunter gelitten hat, dass diese Entscheidung vom AA getroffen wurde. Auch selbst humanitäre Hilfe wurde in dieser Region nicht geflossen. Der einzige Kompromiss, was das AA gemacht hat, war, wir schicken Gelder unter der Voraussetzung, dass diese Gelder nur in mehrheitlich arabisch besiedelten Regionen, also sprich Raqqa und Deir ez-Zor, ausgegeben werden, aber nicht in Kamischli und Hasaka. Weil Kamischli und Hasaka sind kurdisch besiedelt, ein bisschen mehr unter kurdischer Kontrolle und die Türkei würde sich dadurch provoziert fühlen. Wir wollen damit wenig zu tun haben. Frankreich hat halbherzig eine Initiative aus der kurdischen Zivilgesellschaft mit bisschen Geld unterstützt, damit ein Dialog in der Region entsteht zwischen den verschiedenen lokalen politischen Akteuren, sich aber nicht wirklich als Staat, ja, mit der ganzen Macht Frankreich dafür eingesetzt, dass eine internationale Lösung in der Region erreicht wird. Europa hat es einfach verpasst, weil Europa keinen Charakter hat. Weil Europa als politisches Gebilde als solche nicht existiert und weil sie sich einfach nicht voranbringen wollen. Und
handlungsunfähig und ich glaube, die Resultate wird auch Europa zu spüren bekommen und zwar sehr bald. Also ich kann nur sagen, weil die Frage ja eh sehr hypothetisch ist, also ich finde es sowieso, ich meine so, wir können uns halt hypothetische Fragen bis morgen stellen, was hätte alles besser sein können, aber ich finde, es wäre alles tatsächlich anders gewesen, wenn die Kurden in Syrien, aber auch die Zivilisten in Idlib nicht als Geisel behandelt worden sind. Bedingt mal an dem Kampf gegen ISIS, bedingt an unserer Haltung der Türkei gegenüber, bedingt an unserer Haltung der PKK gegenüber oder Öcalan und so weiter und so fort. Also ich finde so an erster Stelle stand quasi so erstmal die Lage, wer ist da zu schützen und gegen wen gehen wir vor, wenn wir die Betroffenen dann beschützen wollen. Und ich glaube, das ist so meistens so der Denkvorgang, der gegangen worden ist. Wollen wir jetzt die kurdischen Zivilisten in Nordsyrien beschützen, aber wir finden die PKK halt undemokratisch und dann halt so eine Aussage, die so undifferenziert ist und eigentlich nur noch dazu dient, dass man ja sich selbst halt dann einredet, dass man keine andere Option hat, beziehungsweise sich selbst nicht zugeben möchte, dass man eigentlich nichts dafür aufgeben möchte und nichts dafür aufs Spiel setze, um Zivilisten zu beschützen. Und dann gehen wir wieder zu der Frage des Willens und der Absicht. Inwieweit wollen wir wirklich Zivilisten beschützen? Und es ist schon auch von Deutschland aus, und ich richte mich gerade auch an Aktivistinnen, die sich hier so toll mit der kurdischen Frage solidarisieren und denk mir, was ist das für ein Begriff von internationaler Solidarität, den ihr wirklich verwirklichen wollt in der Region, der euch in eine Position verdrängt, in der die Anerkennung der einen gerechten Frage, die Aberkennung der anderen Frage voraussetzt. Und damit meine ich, es ist schon sehr, sehr problematisch, wenn in Deutschland mit der Kurdenfrage solidarisiert wird und nicht mit der Frage der Syrerinnen. Seit 8 Jahren ist es schon sehr, sehr problematisch, dass der Kampf, dass diese erkämpfte Rechte der kurdischen Frauen in Rojava begrüßt werden und gefeiert werden und die Opfergaben und die Errungenschaften und die Kämpfe, die syrische Frauen in anderen Teilen Syriens hinter sich hatten, nicht anerkannt werden. Und ich finde, das ist sehr arrogant. Das ist sehr arrogant und das ist arrogant der Realität gegenüber, weil es auch eurozentristisch ist, sich da Akteure auszusuchen, die das Bild darstellen, das wir gerne sehen wollen. Und die Ersten, die wir damit schaden, sind genau die Leute, mit denen wir solidarisieren. Und gerade an dem Beispiel sind es Kurden in Syrien. Viele haben lieber nicht genau hingeguckt, wie die kurdische Bewegung, welchen historischen Hintergrund die kurdische Bewegung in Syrien hatte und haben lieber, wie wir alle Kurden auch, so bestimmte Rhetorik uns angeeignet, weil es halt viel schöner ist zu sagen, es gibt ja halt dieses eine Bild. Und wenn wir feststellen, dass die Realität viel widersprüchlicher ist, als wir es uns vorstellen wollen und dass sie viel differenzierter ist, dann wird es ja kompliziert. Tut mir leid, es ist halt kompliziert. Wenn man sich mit dieser Region beschäftigt, ist es kompliziert. Und teils der Grund, warum diese Lage kompliziert ist, sind diese Länder, diese Großländer, das sind Russland und Großmächte, die genau daran beteiligt waren, dass die Lage in unseren Ländern so aussieht, wie sie ist, weil sie als erstes genau mit den Regimen kooperiert haben, von denen sie uns jetzt retten wollen. Und zwar diese nationalistischen Regime, diese postkolonialen Regime, die einfach nur ihre Verbündete über die Jahre waren, bis die Revolution, bis die Welt festgestellt hat, ups, in diesen Ländern gibt es doch Menschen, die sich für Rechte einsetzen. Es gibt doch Menschen, die Freiheit wollen und es gibt doch Menschen, die ihre Zukunft verändern wollen und gegen ihre Regime aufstehen wollen. Und das ist, finde ich, sehr wichtig zu sagen. Es ist toll, dass wir hier mit der kurdischen Frage solidarisieren, aber um wirklich solidarisch zu sein und nicht arrogant schon in der Denk- und Sichtstrukturen zu handeln und nicht so eurozentristisch zu handeln, es ist wichtig, auf die Realitäten der Menschen, auf die gelebten Realitäten der Menschen vor Ort zu achten und diese zu akzeptieren, die Narrativen der Menschen vor Ort, ihre lokalen Geschichten anzuerkennen, weil es anders einfach nur eine neue Form von, weiß es nicht,
ja, so ein selektiv dogmatisches und erpressende Solidarität am Ende ist. Ich fand das sehr mitreißend und es wäre geradezu schon ein tolles Schlusswort. Aber ich möchte doch noch mal fragen, haben Sie noch Bedarf aus dem Publikum in dieser Runde jetzt etwas zu sagen oder zu fragen? Ich sehe da noch eine Wortmeldung. Ja, Sie hatten es eben schon erwähnt. Könnten Sie uns historischen Kontext geben, wie die Kurdenbewegung sich entwickelt hat? Gab es mal eine Zeit, wo die Türkei, wo Syrien gut mit den Kurden konnte, oder wie hat sich das entwickelt? Das ist mir noch nicht klar. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Es ist wichtig, das Mikrofon zu benutzen wegen der Dolmetscher, die es sonst nicht leisten können. Ich hätte nur aus dem allgemeinen Eindruck her, den man aus dieser Debatte, diesem Gespräch bezieht, noch eine Frage. Es wirkt ja alles sehr hoffnungslos, was die europäische Möglichkeit angeht, sich da konstruktiv zu betätigen. Wenn es doch diese Pläne und Einsichten vor einem Jahr schon gab, nicht erst jetzt, wo Frau Kramp-Karrenbauer damit etwas unglücklich in den Vordergrund getreten ist, was waren denn die eigentlichen Gründe, warum es damals nicht in den Vordergrund gebracht worden, es nicht in die Debatte geworfen wurde, diese Frage einer internationalen Verantwortung? Allein die Angst vor der Türkei, dass sie möglicherweise Schleusen öffnen könne, die einen weiteren Flüchtlingszufluss für Deutschland bedeuten würde. War es einfach Angst oder lag dahinter noch irgendeine andere Erwägung als eben die bloße, nackte Angst? Weitere Fragen? Ich meine, ansonsten können wir sicherlich auch, wenn noch irgendetwas offen bleiben sollte, in kleinerer Runde draußen noch sprechen. Aber ich würde diese beiden Fragen auch noch mal bitte kurz zu beantworten, hier aufs Publikum mitnehmen. Was waren die Gründe? Einerseits dafür, dass vorherige Vorschläge so nicht aufgegriffen worden sind, obwohl sie im Raum standen. Andererseits aber auch noch mal vielleicht ein Schlaglicht auf die Entwicklung der kurdischen Bewegung in Syrien. Vielleicht unter dem Aspekt, waren die Beziehungen zwischen Regime und den Kurden stets problematisch oder gab es bessere Zeiten? Und ich meine, es ist ein großes Thema an sich. Das kurz zu fassen ist schon eine Meisterleistung, aber ich glaube, gerade wenn wir darauf schauen, es gibt Fluchtbewegungen, die im Moment weitenteils innerhalb der kurdischen Gebiete aufgefangen werden, die zu Syrien gehören. Wie ist es mit der Solidarität kurdischer Gruppen im Irak? Es muss möglich sein, das kurz zu fassen, denn ich denke, es ist ein wichtiger Aspekt. Also ich sage nur ganz kurz was, weswegen diese Pläne nicht aufgegriffen wurden. Erstens mal gibt es keine europäische Außenpolitik. Die wollen wir ja seit 10, 20 Jahren formulieren. Gelingt nicht, gelingt immer weniger. Europa zerlegt sich gerade selbst und zerfällt an seinen eigenen Werten. Deswegen gibt es keine gemeinsame europäische Außenpolitik. Und Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien waren eben jetzt auch nicht bereit, sich als Trio zusammenzutun und zu sagen, Mensch, wir gehen jetzt hier mal voran. Weil auch dazu braucht es eine gewisse eben Vision und Mut und Handlungsfähigkeit, die eben so nicht da ist. Ich meine, allein Stichwort Brexit zeigt auch, womit wir sonst noch beschäftigt sind in Europa. Also das ist das eine. Und das zweite ist natürlich die große Angst vor Erdogan und den Geflüchteten. Eigentlich machen wir im Syrien-Konflikt ja nur noch Innenpolitik, so formuliere ich das ja immer wieder, weil wir nur noch dafür sorgen wollen, dass keine Syrer herkommen. Ja, und wer die uns dann fernhält, ist eben in erster Linie Erdogan. Und dann sei mir nur ein letzter Satz erlaubt, solange wir keine nachhaltige Migrationspolitik gestalten mit legalen Wegen, um die Illegalen zu stoppen, solange bleiben wir erpressbar von Türstehern wie Herr Erdogan oder wie der libyschen Küstenwache. Ja, also ich meine, solange wir eben das nicht fertigbringen, Einwanderungsgesetze zu formulieren und Menschen es zu ermöglichen, legal zu uns zu kommen, damit sich das gar nicht mehr lohnt für die Schlepper und für Herrn Erdogan, solche Drohungen auszusprechen, so lange werden wir handlungsunfähig bleiben in Konflikten wie dem syrischen. Das halte ich für die Hauptzwei Gründe, die wichtigsten Gründe. Ja, wenn ich vielleicht nur einen Satz zufügen darf. Ich glaube, die europäische Politik hat auch die Drohungen der Amerikaner bzw. die Aussage von Trump, er würde seine Treppen zurückziehen, nicht wirklich wahrgenommen oder ernst genommen. Man hat ja gesagt, okay, der sagt ja schon was, aber der wird es schon aber richten, selbst wenn er seine Truppen zurückzieht, der wird schon für eine Lösung sorgen.
Deutsche Kommentatoren haben schon einen Monat nach seiner Aussage im Dezember letzten Jahres vom Rückzug, vom Abzug gesprochen und gesagt, ja, die Amerikaner haben, oder der Trump hat ja schon mal was gesagt, aber der Kongress ist ja dagegen, ganz viele in der Administration sind dagegen und der wird es doch nicht schaffen, von seinen Drohungen wahrzumachen. Die haben wahrscheinlich nicht durchblicken können, dass der Trump eine andere Politik durchfährt und dass er nicht auf das Kongress, aber nicht auch auf den Rest seiner Administration hört. Er hat es tatsächlich auch vollbracht und so ein Chaos verursacht. Und man hat in Europa sich darauf verlassen, das wird schon irgendwie. Ja, zu der Historie der Kurden ist es eigentlich ein sehr komplexes Thema, aber ganz kurz in nur ein paar Sätzen. Diese gesamte Region inklusive der heutigen Türkei und des heutigen Iraks, mehr oder weniger war ein Teil des Osmanischen Reiches und als das Osmanische Reich nicht mehr existierte, wurden entstanden diese Republiken, also Irak, Syrien, aber auch die heutige Türkei. Natürlich, der Prozess war viel länger als diese zwei Sätze. Zu Ungunsten vor allem der Kurden und anderen Minderheiten. Die Kurden wurden dann aufgeteilt. Ein Teil war ja schon im Iran oder innerhalb der heutigen iranischen Grenzen und die anderen drei Teile Syrien, Irak, der Türkei. Dadurch entstanden auch diese verschiedenen kurdischen Fragen für mich, da also eine kurdisch-syrische Frage, eine irakische, türkische und iranische Frage. Und jede Stadt hat ja eine andere Politik gegenüber eigenen Kurden entwickelt. Alle waren sich aber einig, dass man alle kurdischen Bestrebungen unterdrücken sollte und dass die Kurden nie wieder einen eigenen Staat bzw. überhaupt einen eigenen Status bekommen. Im Irak waren die Kurden irgendwie erfolgreicher. Selbst seit den 30er Jahren haben sie es geschafft, dass Kurdisch als mehr oder weniger Amtssprache anerkannt wird und dass die dort auch Kurdisch lernen durften. Sie haben auch in den 70er Jahren einen Autonomievertrag mit der irakischen Zentralregierung erreicht. Sie haben mittlerweile auch föderalen Status im Irak. Das ist wahrscheinlich der einzige und der längste Erfolg der kurdischen modernen Geschichte überhaupt. Rojava wäre wahrscheinlich die zweite Erfolgsgeschichte, ist aber leider, wie wir es sehen, in einer ganz großer Gefahr, dass es runtergeht. In Syrien vor allem hat Syrien seit der Entstehung mit verschiedener Intensität eine panarabistische Politik gegenüber Kurden verfolgt. In den 60er Jahren gab es auch Pläne, wie man die Kurden arabisieren kann, und zwar sehr schnell. Da hat ein Chef des Geheimdienstes sogenannte 12-Punkte-Plan entwickelt, unter anderem, wie man die Kurden ausbürgern kann, damit sie gar keine Rechte mehr bekommen, damit sie nicht mehr Universitäten besuchen können, kein Eigentum erwerben etc., aber auch, wie man Araber aus der Region Raqqa, aus der Euphrat-Region in die kurdischen Gebiete umsiedelt, damit die kurdische Mehrheit umgekippt wird und die Region arabisiert wird, inklusive Festnahmen, dass alle kurdischen Ambitionen quasi brutal unterdrückt wurden. Ich glaube, es gibt nur wenig Kurden, die im Laufe ihres Lebens nicht mal so mit dem syrischen Geheimnis irgendwann mal zu tun gehabt haben. Also ob es dann eine stündige Festnahme war oder ein Verhör oder auch langjährige Festnahmen. Das ist so quasi. Es gab keine schönen Momente für die Kurden in diesem Staat. Gar keine schönen Momente, ja. Als Abschlusswort. Ja. Also die Frage mit dem historischen Hintergrund hat, glaube ich, Ferhat schon erklärt. Aber so eine, ja, vielleicht deprimierte Aussage von Ihnen gewesen, dass es halt so eine Ausweglosigkeit ist. Nee, ist es nicht. Ich meine, im Rahmen des Möglichen können wir auf jeden Fall unsere Politik der Türkei gegenüber beeinflussen. Im Rahmen des Möglichen können wir auch an dem Aufbau von gesunden und fairen Strukturen arbeiten, die Syrerinnen dazu wirklich bemächtigen, dass sie politisch fair repräsentiert sind. Du hast von der Verfassungskomitee erzählt, es sind nur drei Kurden dabei als politische Repräsentation. Und selbst diese politische Repräsentation der Kurden ist sowieso fraglich, weil da hat auch Ferhat erzählt, dass da der kurdische Nationalrat mit repräsentiert ist, der nicht mal seine Grundlage, also die Grundlage vor Ort, also unter den Bevölkerungen, halt nicht mehr hat. Und dann haben wir halt die PYD oder SDF, die
keine politische Repräsentation haben. Das sind die, die wir nur militärisch gebraucht haben, aber sonst auch wirklich keine Stimme haben, obwohl die da tatsächlich auch die Volksgrundlage vor Ort haben. Also wir können schon hier von mit der Macht, die wir haben, können wir schon daran arbeiten, dass die lokalen Bevölkerungsgruppen auch vernünftig repräsentiert sind in den internationalen Verhandlungen, die gerade passieren. Und das ist auch schon traurig, dass wir jetzt schon wissen, wie du auch schon gesagt hast, dass wir uns nicht viel von dieser Verfassungskomitee erhoffen. Ist es schon im Rahmen des Möglichen, dass man auch die Flüchtlingspolitik, also sowohl unsere Flüchtlingspolitik, aber auch auf die Bedrohungen der Türkei mit den Geflüchteten, also es ist an sich schon katastrophal, dass die Türkei mit Geflüchteten quasi bedroht, und es ist noch katastrophaler, dass wir uns darauf auch noch einlassen. Und das sind so viele Zeichen, die wir setzen können. Es sind so viele, wir sollen eigentlich uns nur um unsere Verfassung kümmern. Wir sollen uns eigentlich nur für die Rechte einsetzen, für die wir eigentlich in der Welt stehen und damit auch wirklich überall angeben. Also ich glaube, es gibt vieles, was wir machen können von Deutschland aus. Darf ich auch noch kurz was Konstruktives sagen, weil sonst das alles so frustrierend endet, genau. Also als kurze Anmerkung, die Türkei verhindert, dass die PED in Genf morgen dabei sitzt in der Kommission. Um das nochmal klarzustellen, weil ja alle sagen, da sind ja zum Glück nur Syrer dabei, ne? 150 Syrer diskutieren über die Verfassung. Aber das Ausland ist sehr wohl sehr einflussreich mit vertreten, weil eben diese Oppositionsvertreter ganz klar die Anweisung haben, also mit PED in der Delegation, das geht ja gar nicht. Ein kritisches Wort noch, Syrien braucht ja keine neue Verfassung. Ja. Also das Assad-Regime hat 2012 eine neue Verfassung gemacht, die noch mehr Macht dem Präsidenten zugestanden hat. Und das Assad-Regime hat überhaupt keinen Anlass, diese Verfassung zu ändern. Selbst wenn er eine neue Verfassung schreiben würde, ändert das nichts an den Machtverhältnissen im Land, weil dieses Regime so weiter herrscht wie bisher. Ja? Und was Syrien bräuchte, wäre etwas anderes zur Vorbereitung von demokratischen Wahlen. Also wirklich Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, dass die Leute sich zivilgesellschaftlich engagieren können, politisch engagieren können. Und nach 50 Jahren Diktatur braucht es eine gewisse Zeit, um sowas zustande zu bringen. Und daran hat das Regime ja überhaupt kein Interesse. Also warum sollte es sich jetzt bewegen und Macht abgeben, was es 7 Jahre nicht gemacht hat? Also so viel zur Illusion dieser politischen Lösung, auf die wir nicht hineinfallen sollten mit diesem Verfassungskomitee. Jetzt das konstruktive Schlusswort. Weil ich habe vorhin ja kurz erwähnt, Diaspora und Syrer im Ausland. Ich glaube, langfristig, um Syrien voranzubringen, hilft es, den Syrern zu helfen, darüber zu reden, was sie wirklich wollen und was sie entwickeln können für ihr Land, wie sie zusammenleben wollen. Weil wirklich der Hass und das Misstrauen so groß ist, dass die Leute sich nach 2 Minuten eigentlich nur anschreien oder nicht mehr miteinander reden oder auf Facebook entfreunden. Das ist ein Riesendrama, diese Gräben innerhalb der syrischen Gesellschaft. Und das verhindert über Generationen, dass dieses Land wieder wirklich sich aussöhnt, die verschiedenen Bevölkerungsteile. Es sind so viele Verbrechen passiert. Und um das zu überwinden, braucht es ja zunächst mal ein Umfeld, in dem man sich mal hinsetzt und miteinander spricht und dem anderen zuhört, ohne alles gleich persönlich zu nehmen und überhaupt mal anerkennt, was der andere in sich für Emotionen trägt und die dann gewaltfrei zu diskutieren. Ich glaube wirklich, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist für die syrische Revolution im Sinne von 2011. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele junge Syrer, Aktivisten, also politisierte Syrer, die hier leben, zu dieser Erkenntnis gelangen, dass eigentlich die Revolution jetzt erstmal zu Hause stattfinden muss, in ihren Köpfen, und sagen, wir müssen das überwinden. Ist egal, ob Araber oder Kurde, ist egal, woran man glaubt, egal, welcher Ethnie man angehört, wir wollen hier ein Land für alle Bürger bauen. Und das ist was, was man in Deutschland befördern könnte. Wäre wichtig, dass auch alle Deutschen das noch verstehen, weil ist ja bei uns auch so ein bisschen in Gefahr, diese Werte. Also ins deutsche Grundgesetz zu gucken, das mit Syrern zu diskutieren, die sich dafür interessieren, und hier in der Diaspora zu wirken mit Leuten wie euch, die das lang verstanden haben und die das weitertragen können, und da überhaupt mal eine Plattform zu schaffen für die Syrer, sich auszutauschen. Das halte ich für ganz wesentlich, weil das hoffentlich die Menschen sind, die irgendwann mal in Syrien was aufbauen, was dann dem nahe kommt, für was die Menschen 2011 mal ihr Leben riskiert haben. Vielen Dank, das war konstruktiv, und ich finde es auch ermutigend, wie uns syrische Partner auch mal sagten, wenn wir die Hoffnung nicht verlieren, dann könnt ihr sie auch nicht verlieren. Ich halte das für, ich nehme einige Punkte hieraus mit, einerseits Solidarität, und zwar echte Solidarität, auch um Gräben nicht zu vertiefen, auch in Form von Städtepartnerschaften oder Ähnlichem, die hier eine Komplexität vermitteln und verstehen helfen.
aber vielleicht am wichtigsten auch Außenpolitik mit Mut und Vision, um uns nicht erpressbar zu machen, um nicht verdammt dazu zu sein, den Entwicklungen stets hinterher zu hinken und sich in einem Hätte und Könnte zu ergehen, während im Prinzip die gleichen Weichen oder zumindest andere Weichen auch noch für die Zukunft gestellt werden könnten. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Vielen Dank, Christian Hellberg, Ferhat Ahmer und Inanna Osman hier oben auf dem Publikum. Vielen Dank Ihnen und selbstverständlich auch meinem Team Birgit und Luisa, die heute Abend hier federführend darin waren, dass alles geklappt hat, der Technik und den Dolmetschern. Vielen Dank. Applaus